Heute kümmern wir uns ja um diesen leckeren Pilzsalat. Also wenn du wissen willst, wie das Rezept geht, dann bleib jetzt einfach dran. Die Zutaten und Mengen stehen ja unterm Video in der Infobox. Ich habe hier jetzt einmal Olivenöl drin und jetzt erhitze ich einfach mal die Platte. Jetzt gebe ich Zwiebeln hier rein und natürlich unsere Champignons. Ob das jetzt weiße oder braune sind, kann man natürlich machen, wie man möchte. Die tun wir jetzt schön anbraten. So, hier haben wir jetzt unsere Champignons. Dazu gebe ich einmal etwas Pfeffer, etwas Salz. Eigentlich soll da noch Pilzgewürz dazu. Ich habe sowas jetzt aber nicht gefunden. Ich habe jetzt so ein Gemüse-Allrounder. Da gebe ich jetzt was mit dran. Dann Petersilie. Ein bisschen behalte ich mir noch für oben drauf. Und einen Schuss Balsamico-Essig. Und das verrühren wir jetzt gut miteinander. Ja, und das ist jetzt unser Pilzsalat. Den kann man warm genießen, aber auch kalt. Super, super lecker. Deshalb mache ich es kurz und knapp. Macht's nach, lasst es euch schmecken und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!